So, da wären wir wieder. Ich lasse die Zwerge gleich mal schön fleißig weiterarbeiten. Die haben ja noch ganz viele Steine zu schleppen. Ja, sehe ich schon hier. Wo ist unser Stockpile? Da ist unser Stockpile. Und der hat auch schon langsam ein paar Löcher drin. Das ist auch gut so. Denn der ganze Stein muss hier weg, damit wir die Stockpiles alle mal ordentlich neu machen können. Aber inzwischen habe ich auch noch recht viele Kommentare bekommen mit Verbesserungsvorschlägen und auch allgemeinen Hinweisen und ich möchte gerne Zwerg werden und so weiter. Das will ich jetzt erstmal abklappern. Also, unser Engraver, unser Legendary Engraver, hat schon eine ganze Zeit lang nichts zu tun gehabt. Den habe ich nie wirklich aktiv eingesetzt und das sollten wir doch mal nachholen. Das Problem ist nur, die Steine sehen hier so bunt aus. Aber sei es drum. Wir machen jetzt einfach mal DS und Smooth Stone den ganzen Bereich hier. Dann verändern sich auch gleich die Mauern. Und man sieht hier nicht, wie es aussehen wird, sondern einfach nur, dass das markiert ist, als es soll geschliffen werden. Das heißt, unser armer Ellen geht jetzt gleich los und poliert jede Bodenplatte, poliert jede Wand so lange, bis sie einigermaßen gut aussieht. Und dann müssen wir mal schauen, wie gut es wirklich aussieht. Also die Zwerge werden es mögen. Es wird auch den Wert des Raumes steigern. Aber teilweise sieht es halt recht komisch aus von der Grafik her. Das müssen wir dann aber gucken. Das war ein Punkt. Dann ein anderer Punkt, der aber vor 15 Folgen oder so gemacht wurde, der aber immer noch eine super Idee ist, ist das Hundeknochenbett. Oh oh. Taken by Mood. Oh, wo bist du? Stonecrafter Mr. Kies. Wo ist Mr. Kies? Wir haben zu viele. Da. Zoom. Und wir würden dich gerne verfolgen. Wo bist du? Ah, da oben. Das war P? Nein, F. Ach, schon ist er weg. Na gut, er wird eh gleich irgendwas in Anspruch nehmen. Ein Crafts Dwarfs Workshop, also irgendetwas, was wir wahrscheinlich nicht brauchen werden. Aber sei es drum. Was ich noch zu Ende sagen wollte, das Hundeknochenbett, das könnten wir doch in Lord Gerugons oder inzwischen Baron Gerugons Zimmer stellen. Das finde ich eine super Idee. Machen wir dann aber erst, wenn hier oben die Sachen zu Ende geschliffen sind. Sonst müssen wir das Bett aufstellen, wieder abreißen, wieder aufstellen und so weiter. Und es ist ja ein Artefaktbett. Das soll ja schön gut instand gehalten werden. Und er ist fleißig am Flitzen, wie ich hier gerade sehe. Da. Er hat sich schon irgendwas von unten geholt, also wahrscheinlich Metall. Nochmal Metall. Oder Porzellanblöcke, die sehen ähnlich aus. Noch ein paar Edelsteine. Gucken wir mal, ob er alles zusammenbekommt. Nochmal Edelsteine. Nochmal Edelsteine und er fängt an. Und im Hintergrund jammern die ganze Zeit unsere Leute, dass nicht genug Steine da sind für die Coffins und für die Statuen. Wie machen wir das am besten mal? Hier hatten wir eigentlich alles erlaubt, ne? Chert und Jet und Granit. Mehr haben wir ja nicht. Nö, da müssen die Miner einfach schneller werden. Lässt sich nicht ändern. So, und wo ist jetzt unser durchgeknallter? Da. Er arbeitet furiously. Also. Ja, furious. Furious ist eigentlich so wütend aufgedreht. Aber das kann man da, glaube ich, jetzt nicht so nehmen. Also er arbeitet angestrengt in dem Artefakt. Es müsste also auch gleich fertig werden. Mal gucken, was es diesmal wird. Ich habe langsam schon die Übersicht verloren, dass wie viel der Artefakt das ist. Aber es gibt ja extra hier so ein Artefaktmenü. Ich weiß gerade noch nicht, wo es war. Artefakts L. Können wir gleich mal zählen, wie viele Artefakte wir schon haben. Ich glaube, wir sind bei 6 oder 7. Und unten kommen weiterhin die ganzen Meldungen. Wir können keine Coffins herstellen, weil wir keine Steine haben. Ja, das sieht man doch, dass wir keine Steine haben. Aber damit meinen sie natürlich das Granit. Und davon haben wir wirklich. Oh. Davon haben wir doch eine ganze Menge. Komisch, egal. Wir haben hergestellt ein Shared Bracelet. Also ein Armschoner. Drücken wir mal L. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Artefakte. Das gucken wir uns mal genauer an. Das ist 69.600 wert. Das ist schon mal ordentlich.
Ein Shared Bracelet von höchster Qualität. Es ist inkrustiert mit ovalen Jet-Cabochons, einem einfach geschliffenen Opal und noch Sarz mit drin, bespickt mit Bronze und umrundet mit Bändern von rundem Chert und Bronze. Dieses Objekt ist bestückt mit Stacheln aus Chert, Stahl und Saat. Saat, was das war, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, es ist auch ein Edelstein. Also ja, Stacheln aus Stein, Metall und Edelstein. Interessantes Ding. Könnte man schon fast als Schlagring wahrscheinlich nehmen. Aber ja, was ich eben gerade gesehen hatte, wir haben doch so viele Granitblöcke. Warum meckern dann die Masons? Die Masons nehmen nur Steine aus ihrem Stockpile hier. Und der Stockpile hat Granit drin. Also muss das Granit doch einfach nur von unten nach oben gebracht werden. Ich packe hier nochmal zwei Wheelbarrows extra dazu. Vielleicht geht das dann ein bisschen schneller. Weil so wie es aussieht, holen sich gerade selber die Sachen von unten jedes Mal. Komisch, komisch. Na gut, das war der eine Punkt noch. Dann haben wir noch die Karawane, könnte kaputt sein. Das sollte ich ganz schnell mal machen. Nee, die Karawane ist inzwischen abgehauen. Der Verdacht war gewesen, dass die Karawane nicht gehen konnte, weil irgendwo ein Pilz gewachsen ist. Aber der Zugang, den man mit Shift D sehen kann, sieht gut aus. Trotzdem sollten wir den Weg unten fleißig weiterbauen, damit das nicht nächstes Mal passiert. So, dann gab es auch noch die Idee, dass wir doch die Gebiete hier, wo die Fallen drin sind, dicht machen mit Floodgates und dann die ganze Strecke hier mit Fallen auslegen. Das dürfte dann so quasi jede Belagerung standhalten. Aber ich weiß nicht so richtig. Das wäre ganz schön feige. Weil dann kommt echt nichts mehr durch, außer die Sachen, die halt Fallen umgehen können. Und das sind nicht so viele. Also bei normalen Invasionen, die Goblins tapsen, glaube ich, in jede Falle rein. Ich glaube, ich mache das lieber anders. Ich lasse es so, wie es jetzt ist, aber ersetze diese Steinschlagfallen auch noch durch Käfigfallen. Ist dann zwar immer noch unfair, weil die Käfigfallen quasi instant einen Gegner töten, indem sie ihn kampfunfähig machen. Aber es wären dann ja nur 9, 18, 27, 36, 45. 45 Stück. Wenn dann so eine 160er Invasion kommt, dann bringen uns die Fallen gar nichts. Und ja, so kann ich mir das schön reden. Also die Falle weg, 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 weg. Alle weg. So, es müsste erstmal reichen. Dann bauen wir noch schön die Straße weiter. So, alles aus Granitblöcken. Und nochmal Granitblöcke. So, habe ich noch was aus der Liste? Ah ja, grummelige Zwerge, weil die Gänge zu eng sind. Also hier oben natürlich nicht, da haben wir immer unsere schönen 21x21 Felder. Gemeint ist unten bei der Müllpresse. Da hat es ja recht lang gedauert, bis die ganzen Sachen hier unten abgeladen wurden. Und es kam der Verdacht auf, dass eventuell die Zwerge schlechte Gedanken dadurch bekommen. Weil sie sich halt hier so durchdrängeln mussten. Was zur Hölle ist das? Hier steht der Name von unserer Miliz. Position 10. Und er ersetzt Grand Otrug irgendwas. Hä? Das verwirrt mich jetzt ein wenig. Guck mal, was er macht. Seine Aufgabe ist... Stopp, bleib stehen. Bleib stehen. Store Item in Stockpile. Komisch. Was hat der jetzt mit der Miliz zu schaffen? Sei es drum. Da unten der Coffin steht. Das heißt, wir können den ganzen Raum jetzt mal als Tomb designieren für unseren Baron. Da, Lord Gerogon. Bist du jetzt zufrieden? Nee, ist er nicht. Er hat einen Burial Chamber und er hätte gerne einen Tomb. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein paar Statuen reinstellen oder den Boden schleifen oder irgendwas in der Richtung. Und in seinem Office und Dining Room muss immer noch mehr Zeug rein. Daran arbeiten wir ja schon, aber es fehlt das Gestein. Oh nee, ich sehe schon die erste Statue da unten fertig. Das ist doch schön.
Und Lord Girogon hat den Export von manchen Gütern verboten. Gucken wir doch mal. Wir dürfen mal wieder keine Armbrüste wegtauschen. Das ist ja nicht so das Problem. Das kriegen wir hin. Hier drüben können wir schon mal die ganzen neuen Türen setzen. Ja, unsere drei neuen Türen. Also irgendwie haben unsere Masons jetzt schon seit locker 20 Folgen durchgehend was zu tun. Ich meine, die sind ja schön und die kriegen ja auch Skill-Ups und alles, aber ja. Damit werden wir nie hinterherkommen. So, die ganzen Bins da unten müssten eigentlich leer sein, richtig? Gucken wir mal rein. Nee, Granitblöcke. Granitblöcke, nix. Granitblöcke, nix. Okay, also die Hälfte, weniger als die Hälfte von denen ist leer. Und den Rest sind lauter Blöcke drin. Die werden wir ja schnell genug verbraten. So. Die neuen Fallen können wir gleich mal setzen. Das ist mit B, Shift, T, C. Ja, das ist, okay. Machen wir es einfach mal schön mit Enter. Den ganzen 9er Block hier hinsetzen. Und danach sollten wir oben bei den Tieren und Goblins gucken, wie viel Käfigwürfel wir noch haben. Dass wir immer genug auf Vorrat da haben. Und apropos Goblins, die wollten wir auch irgendwann mal auf lustige Art und Weise loswerden. Ich denke, wir schicken einfach nach ganz oben die Miliz und bauen hier oben ein Lever hin, also einen Schalter. Aber das sind ganz schön viele Goblins und die können dann gleich weglaufen. Nee, wir brauchen wirklich einen geschützten Raum. Wir könnten es bei den Tieren machen, aber nein, dann bringen die, dann erwürgen die Goblin-Sklaven unsere Haustiere, das ist auch nicht gut. Nee, wir brauchen eine richtige Arena, wie sich das gehört für einen Zwergen-Dungeon. Wollte ich schon sagen, wie eine Zwergenfestung. Und hier sind jetzt überall die Klamotten von denen. Das kann aber auch sein, weil Klamotten inzwischen kaputt gehen. Dann kriegen die so ein X davor, richtig. Die müssten eigentlich alle weggeschmissen werden. Aber ich glaube, ich lasse das. Ich meine, ich mag zwar eigentlich keine Unordnung, vor allem auch keine farbliche Unordnung, aber das hat irgendwie was richtig Persönliches von den Zwergen. Dass man wirklich erkennt, das ist deren Wohnung, das ist deren Zimmer. Da machen die, was sie wollen. Das ist ja auch in Ordnung. Also, Arena. Wo soll die Arena hin? Anbieten würde sich ja hier unten irgendwo. Denn falls was schief geht, können wir immer noch die Türen hier abriegeln. Und es ist ein bisschen außerhalb. Und die toten Zwerge werden sich nicht wirklich drum scheren, dass hier eine Arena stattfindet. Im Gegenteil, die werden sich wahrscheinlich noch im Jenseits darüber freuen, dass so nah an ihren Überresten die Party abgeht. Sondern die Frage, wo machen wir das? Wir können einfach eins von diesen Dingern hier wieder aushöhlen, ähnlich wie wir das hier oben gemacht haben. Da bauen wir den ganzen Käfige auf und davor machen wir einen Schalter mit den mit der Verbindung zu den Käfigen. Boah, das klingt doch gut. Und wo machen wir das? Hier wollte ich ja eigentlich ganz gerne eine ganze Reihe von Tombs haben für die Adligen. Also hier unten. Nehmen wir einfach den da. Kriegen wir hier eine ungefähre Mitte hin? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, also 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier ist die Hälfte. So, das alles einmal ausschaben bitte. Wenn unsere Miner dann irgendwann Zeit haben, aber da blinkt schon was, sehr gut. Vielleicht sollte ich ein paar Leuten doch die Hauler-Jobs wiedergeben. Ich habe ja den Carpentern, den Masons und so weiter die Hauler-Jobs weggenommen, damit die ihrer Arbeit nachgehen. Aber wir haben doch recht viele Hauler-Aufträge an sich jetzt, die nicht abgearbeitet werden können, weil wir einfach nicht genug Zwerge haben. Was ich nicht ganz verstehen kann, weil wir haben 32 Arbeitslose und trotzdem kommt keiner hier an und holt die Steine ab. Oh, an ambush, curse them. Also ein Überfall. Militär. Alarm, 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 alle in Bunker. Schupp. Vier Goblins sind schon mal im Käfig. Was sagt die Miliz? Die Miliz bewegt sich bitte mal hierher. Und greift den armen einzelnen Goblin da gleich an. Ah, eine ganze Horde von Zwergen. 10 Stück müssen es sein. So, nochmal das Ganze. Den Gehbefehl aufheben und den Tötungsbefehl starten. Klick.
Und schon wieder das Gleiche. Die Zwerge stürmen auf den Goblin los, der Goblin schippt die Zwerge los und tappt gleich in die nächste Falle rein. Greifen sie ihn trotzdem an? Nein. Das wäre auch komisch gewesen. Na gut. Und Killbefehl aufheben. Ja, das war's schon wieder mit eurem Auftrag. Sorry, Jungs, nichts zu tun. Das heißt, wir können den Alarm auch gleich wieder aufheben. So, inaktiv und einmal bitte 5 neue Goblins abholen für die Arena, die gerade ausgebaut wird. So, die Straße ist schon wieder ein Stück fertig. Bauen wir gleich weiter. Wie viele Granitblöcke haben wir noch? 63. Das geht ja auch immer schnell wieder runter. Obwohl die Straße nicht so viel verbraucht. So. Goblins kommen hoch. Noch ein Ambush. Oh, das ist nicht gut. Die sind viel zu nah dran, die Zwerge da. Also. Neuer Befehl. Wieder alle in den Bunker. Miliz. Wieder hierher. Und hoffen, dass die Goblins. Ja, gut. Die Goblins sind den Zwergen, also den Privatzwergen, hinterhergelaufen und gleich in alle Fallen reingetapst. Soweit, so gut. Schicken wir unsere Miliz jetzt mal vor die Tür, um zu gucken, ob da noch irgendwo ein dritter Ambush ist, bevor wir Leute wieder aus dem Bunker rausholen. Keine Nachricht. Was war das gerade? So, jetzt wieder alle aus dem Bunker raus. Holt die Käfige da vorne ab, setzt neue Käfige hin und so lange lassen wir den Miliztrupp da draußen stehen. Aber ich denke mal, zwei ist das höchste der Gefühle an Ambushen jetzt, also an Überfällen. Mehr wäre schon komisch. Und schaut gut aus, ja. Gut, dann machen wir nochmal eine kleine Pause und sehen uns gleich wieder.